Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 22. Eigentlich wäre schon weiter gewesen, allerdings letzte Folge 22 hatte ich komplett Tonprobleme. Das sehe ich leider immer erst nach der Folge. Deswegen werde ich diese Folge nicht veröffentlichen. Wirklich viel passiert ist da auch nicht. Wir hatten mit Frau Anmut geredet und haben eine Menge Steine gegrindet für den Friedhof, um den so ein bisschen aufzurüsten. Viel mehr ist da eigentlich auch nicht passiert. Frau Anmut hat uns noch ein paar Infos gegeben. Und ich war dabei, meinen schlauen Zettel einmal herholen. Ich wollte nämlich den Friedhof noch weiter upgraden. Und dafür bräuchten wir jede Menge Steine. Und ich hatte schon die komplexen Eisenstücke. Dann habe ich mich schon hergestellt. Hier, geschnitzter Stein. Und brauchen tue ich quasi 24 davon. 11 haben wir schon. Und wir machen einfach weiter, indem wir noch mehr, ein bisschen mehr hiervon herstellen. So, aber erstmal müssen wir die ganzen Steine hier irgendwie klein gehackt bekommen. Pardon. Tup, 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 tup. Das dauert ja mal ein bisschen. Aber wir brauchen halt auch echt viel davon, ne? Wie gesagt. 24 polierte Steine. Das ist echt eine ganze Menge. Wir auch gleich ein bisschen Brot essen. So, die kriegen wir hin, wenn wir sie dann jetzt hier so nach und nach bauen. Was hatte ich gesagt? Wie viel hatte ich? 11? 11, ne? 12. Das heißt, Hälfte haben wir. Nochmal 12. Ich zähle mal leise mit. 1. 2. Sehr leise, wie ich mitzähle. 3. 4. Eisen. Noch hier so einen neuen Eisentüß. Ach ja, ich hatte ja kein Holz mehr. I remember. Wo kriege ich jetzt mehr Holz? Bei den Dingern hier? Da kriege ich 2. Oder bei den dicken? Da kriege ich 3 Stückchen. Also die dicken abhauen. Mal 3. Ja, das Holz brauche ich eigentlich gar nicht. Und nochmal 3. So. Dann bauen wir uns jetzt aber hier einen neuen Eisentüdelü. Neuen Eisenmäusel. Und was kostet der eigentlich? Der kostet komplett. Nee, einfach Eisenstücke. Okay, wir brauchen eh komplexe. War noch komplexe. Ja. Warum das Ganze nochmal? Wie gesagt, Friedhof aufrüsten. Das ist gerade unser... oder mein Thema. Dass da die schöne Steinmauer drumherum kommt. Und wir haben eine Leiche, die hat Vorrang. Dann holen wir natürlich erstmal die. Pardon moi. Und dann haben wir ja heute auch schon... Gründonnerstag hätte ich was gesagt. Ach, da liegt ja auch noch so viel Zeug rum. Das habe ich ja auch noch nicht verwendet und abgeholt. Gucken wir mal. Oh, das wird eine 5er-Leiche. Ohne dass viel schief geht. Sehr schön. Einmal Blut und einmal Fett. Das finde ich ja echt nett. Die Knochen, die brauchen wir mit. Wieso ruckelt denn du? Wie viel ruckelt das Spiel denn jetzt auf einmal? Oder ist das nur gerade so ein bisschen? I don't know. So, ich packe mal hier hin. Nein, ich will dich bestatten. Genau. Kann ich auch schon gleich was reinbauen hier? Ja, wir haben genug da. Dann haben wir sogar die 200er Grenze jetzt schon erreicht. Sehr schön. Und jetzt gehen wir schlafen. Und morgen machen wir dann mit den Steinen weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erforschen wollte. Technologie technisch. Brauchen. Dann machen wir hier noch kurz die letzte Energie weg. Pardon. Euch können wir schon wieder ein bisschen anzündeln. Und wir gehen schlafen. Und ich trinke mal einen Schluck, bevor ich hier wieder euch die Ohren abhuste.
Aber schon besser geworden. Es ist schon viel besser geworden. Nur irgendwie immer, wenn ich eine Aufnahme mache, dann kratzt es mich im Hals. Genau. Wir haben wie viel? 18? Das ist auch noch 6. 6 von diesen schönen Steinen. Jetzt sind es noch 4. Noch 3. Pass auf, beim letzten geht das Ding kaputt. Noch 2. Nee, reicht sogar. Ja, geil. Dann gehen wir doch mal gleich unseren Friedhof aufpimpen. Hahaha. Sehr schön. Dann kriegt er jetzt nämlich komplett diesen Zaun hier. Weil er hätte jetzt noch überall so ein bisschen hier den. Ja, wie nenne ich es denn? Den Holzzaun. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der bringt aber gar nichts, wenn ich den baue. Ne? Nochmal 10 plus 10, 217. Okay. Was können wir noch bauen? Nichts. Heißt, hier ist alles hübsch. Gut. Hier sind wir fertig. Jetzt heißt es in der Kirche auf. Was haben wir denn in der Kirche noch an Möglichkeiten? Kirchbänke können wir keine bauen, aber wir können Leuchter bauen. Kirchliche 2, genau. Da brauchen wir einen Haufen Komplexe, einen Haufen Dings. Eigentlich könnte ich da auch schon die Dreier mich dahin forschen, ne? Kehrtständer 3. 100 davon, 250 davon. Ja. Das heißt, wir brauchen Marmor. Damit ich wieder ein bisschen blau kriege. Wollte ich ja eh machen. Marmorabbau war hier, da. Es fehlt also nur noch blau. Mhm. Das ist ja schön. Wie komme ich jetzt an für blau? Friedhofszeug bauen. Bauen wir also Friedhofszeug. Beziehungsweise, ja, Handelmangel. Jetzt mache ich auch noch Schleichwerbung. Nee, wir holen Honig. Wir holen erstmal Honig. Honig ist wichtig. Ach Gott, hier lagen ja noch so viele Steine, die können wir auf dem Rückweg holen. Dann haben wir doch erstmal wieder so ein bisschen was zu tun. Okay, also was habe ich gesagt? Wir brauchen Steine, um Gräber zu bauen. Um die dann schon mal... Oh, eine Biene, sehr schön. Um die dann schon mal auszuhebeln. Um dann... mehr Blau zu kriegen. Oder ich hol... Ach halt, ich kann ja auch schon noch die... Und so, ne? Wir haben ja noch die Statuen. Die kann ich ja schon bauen. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich ja schon bauen. Den habe ich ja auch noch nicht gebaut. Blödsinn, die habe ich alle noch nicht gebaut. Dich habe ich noch nicht gebaut. Die habe ich ja alle noch nicht gebaut. Die kann ich ja auch erstmal wieder für Blauforschung quasi einbringen. Wenn ich da habe, machen wir morgen. Morgen kriegen wir auch neues Gelöt hier. Neue. Ne? Und so? Neuen Glauben. Weil wir brauchen Glauben, um das überhaupt herstellen zu können, bin ich der Meinung. War doch so. So, hier erstmal wieder ein bisschen Honig naschen. Noch eine Biene. Wie viele Bienen haben wir? 3 Bienen. Ich weiß gar nicht. 12 oder 13? Ich hatte ja letzte Folge, wo die Aufnahme so schief gegangen ist. Ja, noch sieht es gut aus. Da hatte ich ja auch noch ein paar Bienchen gesammelt. Noch eine Biene. Boah, jetzt lohnt es sich aber. Ja, jetzt lohnt sich das ja auch richtig. Bienerie und Bienera. Biene Maya ist schon da. Na, reicht's noch? Oder muss ich noch einmal was trinken? Nee, es reicht noch. Sehr schön. Oh, eine Leiche. Okay, ich muss doch noch was trinken. Die verbuddeln wir natürlich noch schön. So, Zettel, du kannst weg. Brauch ich dich noch? Nee, erstmal nicht. Ah ja, noch ein weiter. Bevor die Flederratten kommen. Ja, zumindest in die Richtung mitnehmen können wir dich ja schon mal. Die Leiche. Die
buddel ich jetzt um, beziehungsweise entweihe sie erst einmal. Lass mich ran an deine Eingeweide. Liebe Heide, was haben wir denn hier? Risiko. Könnte eine, mit Glück wird es eine Sechserleiche, mit Pech wird es keine Sechserleiche. Und wir haben Pech. Dann nehmen wir nochmal das Hirn raus. Das ist auch eine Chance, dass wir was kriegen. Dass wir zumindest noch eine Viererleiche kriegen. Und es geht komplett daneben. Das ist doch schade. Dann nehmen wir sie halt wieder aus. Alles das, was wir brauchen, ne? Hier auch wieder das Fleisch. Und das Fett. Und dann wirst du verbrannt. Und ich nehme auch noch mit. Ich glaube, ich muss aber erstmal nochmal einen neuen Schalter aufbauen, ne? Toll, dachte ich, ich kann nochmal ein bisschen pimpen. Ja gut, das brauchen wir auch erstmal nicht. Ja, ich muss erstmal einen Schalter aufbauen. So war das nicht geplant. Ich wollte auch schlafen gehen. Also meine Tasche ist so voll. Wenn ich alles mitschleppe. Nun gut. Wir gehen schlafen. Morgen wird eh gebetet. Gebetet. Wow, wir haben vier Sachen gleichzeitig, die wir machen können. Hier packen wir dich erstmal rein, dich rein, dich rein, dich rein. Eine Biene würde noch fehlen. Können wir hier ein paar Steine reinpacken? Jo, können wir. Steine brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich nehme mit. Blut und Fett bleibt hier. Das Herz auch. Wir legen uns ganz mullig warm ins Bettchen, kuscheln uns ein, ziehen die Decke bis hoch. Die Füße unter die... Also, wenn man die Bettdecke nimmt, kurz hochnehmen mit Füße, die Bettdecke, dann hängt die hier so rüber. Und dann kann man die mit dem anderen Fuß so ein bisschen runterschieben. Dann hat man so beide Füße in der Bettdecke drin. So nochmal eingeschlagen. Das haben wir jetzt hier gemacht. So. Weiter geht's. Ganz wichtig nämlich. Wir haben 2 Glaube. Dann kriegen wir jetzt nochmal 8 Glaube, haben wir 10 Glaube. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Blautechnisch. So. Habe ich auch Platz fürs Gebet? Ach ja, habe ja aufgeräumt. Oh, hier haben wir nochmal 3 Glaube. Die habe ich ja schon ganz vergessen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Genau, da pimpen wir erstmal. Kirche können wir auch noch wieder aufpimpen. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll. Und jetzt lasset uns um diesen Segen beten. So, 4, 6, 8 Glaube. Sehr schön. Plus unsere 5 sind wir bei 13. Eure Spenden sind willkommen. Schüttet aus eure Taschen. Oh, die gehen immer so langsam. Ein Silber. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Genau, ich hatte ja überlegt, ob ich nicht schon gleich dann hier zu den Kerzenständern gehe, aber Marmor ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Quatsch, wir gucken erstmal, wie weit wir kommen überhaupt mit dem... Kann ich schon mal hier bin, ne? Kann ich auch mal kurz nach unten gehen und die Abkürzung nehmen. So, es bleibt hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Rest darf mit. Jetzt schauen wir nämlich, dass wir schöne neue Sachen basteln. Und zwar brauchen wir für den ganzen tollen Krempempel, den haben wir noch nicht gebaut. Dafür brauchen wir erstmal 3-mal diese schönen schnittigen nochmal. Beziehungsweise sowieso ganz viele davon jetzt. Mehr wieder neues Eisen machen.
Lord Miranda, denn sie will ja. Genau, dann brauchen wir... Wie viel brauchen wir davon? 2, 2, 2, 4. 4, 4, 4. Schaffen wir gar nicht. Habe ich gar nicht genug Glaube für. Oder? Reicht das? Ich muss ja eh noch einen davon herstellen und dann gucken wir mal. Boah, die kosten ja richtig Energie. Kriegen wir echt hin, die 4? Krass. Wir müssen trotzdem noch eine Woche warten, bis wir dann genug Blau haben. So, dann können wir einmal herstellen. Dich, liebe Steinskulptur. Boah, das kostet ja eine Energie, ey. Meine Güte. Dich haben wir hergestellt. Dann brauchen wir jetzt noch einmal so einen. Um dann diese schöne Steinskulptur herzustellen. Wir haben dich noch nicht. Das heißt, da brauche ich 2 Komplexe und ein... So, beziehungsweise 5 Komplexe und 4 davon noch. Kriegen wir gar keine Komplexe mehr hin, weil uns das Zeug fehlt. Und er ist echt fertig. Drum gehen wir schlafen. Also wieder Glauben sammeln. Das Zeug können wir erstmal dann so lange in den Friedhof packen. Bis wir wieder genug Glaube haben, um es dann erforschen zu können. Weil dann haben wir auch genug Blau für Marmor und für eventuell andere Sachen. Aber das mache ich dann wirklich erst. Also forschen tue ich jetzt wirklich erst wieder, wenn ich weiß, wie viel Blau ich insgesamt dann daraus bekomme. 41 haben wir. Ich glaube 50 brauchen wir. Guck mal, da kostet uns sogar 100. Und Marmor schnippeln. Guck mal, hier brauchen wir auch noch viel für. Nee, wir sparen uns das mal auf. Oh, es regnet. Sehr schön. Wir brauchen... Komplexe habe ich doch. Ach nee, wir hatten einfache gebaut, ne? Wie viel Komplex brauche ich? 2, 4, 6. Das kriegen wir ja fix hin. So. Dann können wir. Achso, die einen. Die brauchen wir ja wieder hier. Den noch nicht erforscht. Doch, der ist erforscht. Ah, verdammt. Den habe ich auch schon erforscht. Also nur die 3. Und dann müssen wir Marmor holen, ja. Dann muss ich das erforschen. Dafür brauche ich 100 und für Marmor glaube ich auch nochmal 100, ne? Ah ne, Marmor können wir sogar schon. Ja, dann machen wir das doch. Marmor nicht hier oben? Ich bin der Meinung, der Marmorfelsen war hier irgendwie. Da nicht, da nicht. Irgendwo oben auf dem Hexenhügel war er. Da, das sieht doch nach Marmor aus, oder? Okay, muss ich auch so runter... Ja, wo packe ich das denn hin?
ihr Vögel? Bei Steinrauf oder wo? Oh, verdammt. Da muss ich echt hier runter. Kann ich hier nicht irgendwo bauen? Kann ich das Haus hier nicht wieder reparieren oder so? Nee, ne? Shit. Jetzt muss ich jedes Mal die Marmorsachen hier einzeln runterschleppen. Oh, ernsthaft, Leute? Habe ich ja jetzt nicht so viel Lust drauf, ne? Wenn ich mir vorstelle, das immer mit zwei Stück hier so einzeln runter zu ballern. Na gut, wer weiß, wie viel Marmor wir brauchen. Vielleicht brauchen wir auch keine 20 Marmor. Trotzdem ist erstmal interessant, wo kann ich euch denn ablegen? Auch hier? Ah. Steinschneider. Ah, dafür brauche ich Keile. Okay. Ja, bauen wir uns noch mal ein paar Keile. Nicht da, hier. Keile haben wir. Dann kriegen wir genau 3 Marmor draus. Und wenn wir Marmor erforschen, was bringst du dann? Rode, okay. Gut, wir haben mal 3 Marmor. Wir können Marmor abbauen. Das ist doch schon mal was. Wo ist das andere Marmorstück? Da. Wo kann ich das hingehen? Wo habe ich das denn gelassen? Wo ich das denn hingeschmeißt? Wie sieht's aus mit Feuer? Oh, hast du noch mehr als genug? So. Es wäre cool, wenn ich aus den dicken Holzbrettern Stöcker machen könnte. Kann ich das nicht sogar? Irgendwie Stöcker herstellen? Da nicht? Da auch nicht. Sonst habe ich immer so viel Holz und brauche die Dinger. Perfekt, um Leute zu pieken, ja. Dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen hiervon. Gucken, wie weit wir kommen. Nee. Nur den Weizen bitte erstmal abbauen, damit wir Brot, neues Brot machen können. Oh, wieso? Ich denke, ihr speichert das hier. Jetzt muss ich hier immer drücken, oder was? Schon wieder? Mann. Dann pflanzen wir da auch wieder Weizen an, ne? Hey, die kriegen wir fast wieder. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass wir das Weizen, was wir ausgesät haben, auch wieder rausbekommen haben. Also normalerweise kriegst du ja weniger raus, als dass du. Ah, okay, das eine Feld geht nicht mehr. Gut. Kriege ich euch noch mit? Nö. Du bleibst hier, du bleibst da. Du bleibst da. Genau, machen wir erstmal hier die Motten fertig. So, so. So, und so. Dann bitte alles, was mottig ist, dahin und alles, was dreckig ist, dahin. Dann holen wir den restlichen Weizen ab. Genug Wasser, glaube ich, habe ich noch. Ich muss jetzt mal das hier fertig machen. Ich muss mal hier ganz kurz ein bisschen grinden. Ein bisschen Mehl grinden. Michael Greindl, bitte. Kann ich schon nicht mehr aufheben. Dann bitte alles Mehlige dahin. Und damit du was zu tun hast. Reinschmeißen. Fünf, noch 4, noch 3, einmal Honig zwischendurch einschmeißen. Noch 2, noch 1.
Und jetzt ist es seins. Immer noch nicht. Und ich habe keinen Platz mehr. Aber ich weiß, wie ich Platz bekomme. Indem ich noch ein bisschen Teig herstelle. Wobei das Quatsch ist. Was nimmt denn hier so viel Platz weg? Das Wasser, ne? Ich kann ja auch nichts rausnehmen. Mann! Aber ich kann Sachen ablegen. Ich kann jetzt wirklich die Keile reinpacken. Und das ist ein Holzstäbchen. Und den Marmor und das und das. Und das passt da wieder nicht rein. Wobei wir das austauschen können gegen den. Und das Schwert, das packen wir hier rein. Schwert. Und dann gehen wir mal zum Friedhof gleich und packen da auch mal wieder ein paar Sachen rein. Kann ich hier mal was rausnehmen? Doch, Fleisch können wir rausnehmen. Das nimmt Platz weg. So, dann haben wir da auch wieder einmal mehr Platz. Und die können wir auch mitnehmen. Ah ne, der brachte ja irgendwie so einen extra Bonus, ne? Ist egal, momentan nimmt er Platz weg. So. Dann essen wir jetzt halt mal ein bisschen mehr Zeugs, was wir hier noch haben. Du kommst dahin. Na, du kommst dahin. Und du kommst dahin. Und jetzt gehen wir erstmal in die Kirche. Über die Abkürzung. Damit ich es nämlich nicht verballer und einfach aufbaue, obwohl ich es verforschen will. Ja, ich will es verforschen. Kommt nämlich du kommst hier unten hin. Bienenwachs haben wir hier unten. Das brauchen wir alles. Und ihr kommt nach oben. Achso, ja, ich wollte ja hier noch einmal ein bisschen aufpeppen. Euch. Jetzt wird die Kirche aufgepeppt mit Kirchenstellen. Da brauchen wir einfach einen Haufen komplexer und einfacher Eisenstücke. Ich glaube, die Gebetsdinger mussten wir auf 50 kriegen. So war mir doch. So war mir doch, Gott helfe. Wie haben wir noch? Wir haben einen Haufen einfacher haben wir noch und ein paar komplexe. Das heißt, wir machen erstmal 32 einfache. Wir gehen erstmal schlafen. Wie verschlafen den Tag? Oh. Und dann hoffe ich, dass der Tod diesmal hinhaut. Oh Gott. Und ich habe da so lustige Witze gemacht. Und die wird niemand hören. Seid froh. Tschupp. Passt aber auch Energie, meine Güte. Den stellen wir nochmal irgendwie 24 Komplexe her. Essen den ganzen Kram auf und dann haben wir auch wieder Platz im Inventar. Habe ich denn jetzt auch noch normale Dinger? Ja. Dann gucken wir mal, wie viele Kirchenständer wir davon basteln können. Hätte ich eigentlich auch die Abkürzung nehmen können? Habe ich nicht dran gedacht. Dann gehen wir nochmal den langen Weg. Können wir wie unser prunkiges Eingangstor hier auch mal bewundern? Entschuldigung. Kerzenständer 2. Wandleuchter. Ach stimmt, wir haben jetzt auch Platz für ein paar Wandleuchter. Dich dahin. Dich dahin. Dann dich dahin. Und du dahin. Dann Kerzenständer 2. 2. Was brauche ich noch? Komplexe. Ich glaube, hier kriege ich noch jeweils 4 hin, ne? Bin mir gerade unsicher. 37. Wir müssen die Kirche auf 50 kriegen. Ich glaube, auf 40 komme ich und den Rest mache ich dann durch Kerzen. Und dann könnten... Ah ne, müssen wir auch noch Statuen bauen. Ich erinnere mich. Aber wir
könnten schon mal Hanf dann herstellen. Gib das Hanf frei. Ach, immer wieder derselbe Gag hier, Martin. Dann machen wir nochmal. Ach, 4 brauche ich davon bauen. Ach, komm hier. Nur noch so viel Honig in der Tasche. Na, guck mal, haben wir schon fast wieder... Ja, fast 200 Rot ist auch übertrieben, aber schon wieder ein bisschen Rot zusammengearbeitet. Ja, diese Runde war ja auch nicht viel. Wir haben einmal den Zaun geupgradet vom Friedhof. Und... da waren davon auch nochmal 20 Stück. So, hat auch genau gereicht. Diesmal nehmen wir aber die Abkürzung. Ja, wir haben den Zaun geupgradet und ansonsten ja auch nur gegrindet. Auch nur Material besorgt. Aber so ist das nun mal. Im Leben und in der Kirche. Der Geist und der Körper will beschäftigt werden. So, jetzt habe ich es aber ein bisschen übertrieben. Ah, ist ein bisschen schief, aber es macht nichts. Das heißt, wir sind jetzt auf 45. Dann könnten wir auch mal ein paar Kerzen machen. Dafür brauchte ich Hanf, ne? Und Hanf stellte ich nicht hierher. Hanf stellte ich hierher. Und Hanf haben wir aber oben. Das heißt, wir nehmen das nächste Mal ein bisschen Hanf mit hier runter. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ein bisschen Hanf mitnehmen. Und unsere Tasche machen wir auch leer. Und ist die Folge auch schon wieder vorbei. Schaffe ich noch eine? Ja, ich schaffe noch eine. Leben muss jetzt schlafen. Und ich nehme dann noch eine weitere Folge auf. Aber ihr müsst euch natürlich wie immer einen ganzen Tag gedulden, bis ihr eure Heiligkeit wieder genießen dürft. Drum sage ich, eni, meni, miste, ab geht es in die Kiste. Könnte man als Friedhofswärter zweideutig verstehen. Also ins Bett. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lieben Dank. Schöne Woche. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Frohe Ostern. Frohe Nikolaus. Hatten wir auch noch nicht. Einen schönen Tag der deutschen Einheit. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.